Hallo Menschen, euer Sensor Survivor wieder hier mit ein paar Einsteiger-Tipps bezüglich der Verwendung des Kompass in Escape from Tarkov, sorry. Und zwar habe ich in letzter Zeit oft gelesen oder Fragen gesehen, wie wird der Kompass verwendet, wie benutze ich den überhaupt in Tarkov und ja, welchen Sinn hat er am Ende? Genau das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bitte denkt dran, ich bin eine geografische Niete und aber ich hoffe, ich habe dann am Ende doch nicht allzu viel Scheiße erzählt und fangen wir mit Customs an, als einfachere Map, als Einstieg in die Verwendung des Kompass anhand eines kleinen, einfachen Beispiels. Und danach kommt ein etwas schwereres Beispiel auf Woods, wo wir eine auch etwas längere Strecke und zurücklegen und in mehrere Richtungen marschieren. Gut, dann lasst uns erstmal anfangen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt auf Customs. Der Einfachheit halber habe ich mal Customs gewählt, weil sie nicht so kompliziert ist. Wir sind genau an diesem Punkt hier hinten gespawnt und laufen jetzt Richtung Gas Station, also Tankstelle. Nicht direkt bis zur Tankstelle, sondern auf einen Hügel kurz vor der Tankstelle. Da haben wir mal einen, können wir uns einen Überblick verschaffen und mal den Kompass rausholen. Und wir gucken erstmal, ob die Karte überhaupt stimmt, ob das Norden auf der Karte mit dem Norden auf dem Kompass übereinstimmt. Mal die Ausdauer weg. So, jetzt sind wir da. Jetzt holen wir mal den Kompass raus und gucken mal. Norden zeigt, ist da, wo der... Die rote Nadel zeigt immer nach Norden sozusagen. Also jetzt genau, jetzt blicken wir genau nach Norden. Und ja, stimmt mit der Map überein. Was mich an diesen Maps immer halt etwas stört, ist, dass ich psychologisch sozusagen das Gefühl habe, mein Norden ist immer oben, aber auf der Map aktuell ist Norden halt unten, wenn wir auf der Karte gucken. Aber ihr wisst, was ich meine. Also man hat ja immer das Gefühl, Norden sei oben. Ist eigentlich auf den Atlanten oder auf den Schulkarten auch immer so, dass die Ostsee halt oben im Norden liegt und Bayern halt unten im Süden. So, wir wollen jetzt Richtung Osten laufen und zwar zu den LKWs, die auf der Straße stehen. So, gucken wir jetzt nochmal nach Norden und drehen uns Richtung Osten. So, die weiße Nadel zeigt jetzt nach Osten. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir nach rechts weglaufen müssen. Nein, wir gucken schon Richtung Osten. Und genau in diese Richtung marschieren wir jetzt los. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss, aber zur Verdeutlichung und als einfaches Beispiel soll das hier bloß mal dienen. Kompass raus. Ja, wir laufen immer noch Richtung Osten. Die Richtung stimmt noch. Ihr seht, die weiße Nadel zeigt immer noch Richtung Osten. Und dann laufen wir los. Und da vorne sehen wir schon unsere LKWs. Denkt dran, dass der Kompass nur in Verbindung mit einer Karte funktioniert. So, wir sind da und gleich kommt das nächste Beispiel auf Woods. So, dann nehmen wir unsere Map, wählen Woods aus, 9.05 Uhr, aktivieren Offline-Raid, weil ich keinen Bock habe, mich da drin abknallen zu lassen, wenn ich hier mit dem Kompass rumeiere. Und ja, dann sehen wir uns gleich auf Woods. So, da sind wir nun. Wo sind wir genau gelandet? Wir brauchen immer einen Orientierungspunkt. Aha, versunkenes Dorf, da sehen wir die Kirche. Wir sind also jetzt, wo wir uns auf der Karte befinden. Jetzt gucken wir, wo Norden ist. Wir wollen zum Jusek Camp. Denkt daran, ein Kompass ist eigentlich ein ziemlich sinnloses Ding für sich allein genommen. Das Einzige, was er uns immer anzeigt, ist, wo Norden ist. Wir können damit halt gucken, da ist Norden, wir wissen dann, wo Osten, Süden und Westen ist, also wir können die Himmelsrichtung bestimmen. Wir wollen aber jetzt eine Marschrichtung bestimmen, sozusagen. Wir wissen, das Camp liegt in westlicher Richtung, also richten wir unseren Kompass, die weiße Nadel, auf Westen aus und marschieren dann in Blickrichtung, wenn die Nadel auf dem Kompass nach Westen zeigt. Wir müssen halt auch immer daran denken, dass wenn wir
von unserer Strecke abweichen müssen, aufgrund von Hindernissen, die uns im Weg stehen, die wir umgehen müssen, müssen wir uns wieder neu ausrichten, neu orientieren sozusagen. Ganz wichtig, nicht, dass wir halt aufgrund dieses Hindernisses dann in die falsche Richtung weiterlaufen. Wir laufen immer noch nach Westen. Jetzt kommen wir wieder an ein Hindernis, wo wir wieder von unserer direkten Marschrichtung abweichen müssen. Wir brauchen wieder einen Orientierungspunkt. Ganz wichtig, da hinten sehen wir den Scav Tower mit der Antenne. Daran können wir uns orientieren auf der Karte. Und dann, genau, der liegt zur nördlichen Richtung, müssen wir uns jetzt, das User Camp liegt dann halt südlich vom, von diesem Tower oder von diesem Sendemast. Südlich bedeutet halt 180 Grad gegenüber vom Norden, also nicht wundern, dass das halt, dass die Nadel dann auf Norden zeigt. Ist ein bisschen doof, ein bisschen eigenartig. Aber wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir sind jetzt am Bearscamp vorbei und wir wissen es ja, gleich kommt das Jusek Camp. Aber wie gesagt, das soll eine Orientierungshilfe sein für Neueinsteiger, die die Maps halt noch nicht kennen. Und genau das hatte ich mir eigentlich am Anfang gewünscht, als ich mit Tarkov angefangen hatte, einen Kompass, weil man die Maps noch nicht kannte und überhaupt gar nicht wusste, wo Norden ist, wo Süden, Westen, Osten ist und so weiter. Man kannte die Punkte wie diesen Tower noch nicht. Daher ist dieser Kompass eigentlich ein recht schönes Nice to have für Leute, die jetzt gerade mit Tarkov anfangen. So, ich hatte ursprünglich geplant, Richtung Outskirts zu laufen. War mir dann aber doch zu blöd, weil es halt weiter Richtung Süden geht. Ich bin dann erstmal hier losgelaufen und habe mir dann überlegt, nee, ist Blödsinn, ist zwar unser Exit, aber wir wollen ja was lernen. Also laufen wir jetzt, was hatte ich dann genommen? Ach ja, Northern Road Block. Und der liegt im Osten auf der Karte. Wenn ihr die Karte habt, und das ist ganz wichtig, ihr braucht halt immer die Karte auf einem Zweitmonitor oder müsst halt immer switchen von Tarkov zu eurem Desktop, wo ihr die Map habt. Weil wie gesagt, ohne Karte ist dieser Kompass recht nutzlos. Außer ihr seid echt nur daran interessiert zu wissen, wo Norden, Süden, Westen ist. So, das ist jetzt ein ganz schönes Stückchen bis dahin. Hier gucken wir nochmal. Ja, wir laufen noch direkt in die richtige Richtung, nach Osten. Die weiße Nadel zeigt nach Osten und wir laufen dann einfach in Blickrichtung nach Osten sozusagen. Also nicht in die Versuchung kommen, bloß weil die Nadel nach rechts zeigt, nach rechts abzubiegen. Um Gottes Willen. Bleibt auf eurer Strecke und achtet darauf, dass die Nadel immer direkt nach Osten zeigt. So, ich klinge mich mal aus und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein Stückchen weitergelaufen bin. Wir laufen einfach mal den Weg entlang und haben damit so ein paar Schlängelkurven, die uns von unserer direkten Richtung nach Osten etwas abbringen. Wir müssen dann uns wieder ausrichten. Genau. Diese Richtung geht's. Auch hier biegen wir wieder in eine andere Richtung ab und richten uns wieder nach Osten aus. Das habe ich jetzt. Ich gucke nochmal auf den Kompass. Ich habe das ohne Kompass gemacht, weil ich es ja schon kenne, aber ihr halt nicht. Wir sind noch auf dem richtigen Holzweg sozusagen. Nee, Quatsch, wir sind schon richtig. So, jetzt haben wir wieder einen Anhaltspunkt, und zwar das Dorf auf unserer linken Seite. Wenn wir das auf der Map suchen, sehen wir, dass wir schon ziemlich weit im Osten sind. Wir laufen aber einfach mal noch ein Stückchen weiter. Richtung Osten, direkt nach Osten. Und stoßen dann auch sogleich auf die Kartenbegrenzung. Dann geht es nicht weiter nach Osten. Wir sind schon jetzt an der Kartenbegrenzung und weiter östlich geht es halt nicht. Wir wissen aber, wenn wir auf die Map gucken, hinter uns ist die kleine Sägemühle und da in diese Richtung liegt auch
Northern Road Block. Und zwar genau in südliche Richtung. Wir laufen also jetzt nach Süden. Und mit etwas Glück sollten wir auch bald unseren Northern Road Block sehen. Aber bitte denkt daran, ein Kompass ist kein GPS-System. Ihr werdet mit dem Kompass keine Punktlandung hinlegen können. Es ist also nur eine Richtung, in die ihr marschieren könnt. Also eine Richtungsvorgabe, die euch nie punktgenau zum Ziel bringt. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es war verständlich ausgedrückt von mir. Ich bin, wie gesagt, kein Experte darin und auch eine absolute geografische Niete. Was mich auch ein bisschen verwirrt hat, war so, dass wir in die südliche Richtung gelaufen sind, aber die Nadel nach Norden gezeigt hat. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht hat das was mit den Feldlinien des Erdmagnetfeldes zu tun. Wie gesagt, keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, lasst uns gern wissen. Ja, ansonsten hoffe ich, hat euch Spaß gemacht und wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen Tag. Gut, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssi.